Hallo, liebe Gäste der Hey World Charity Gala in Berlin. Ich befinde mich hier auf dem Gelände der Stephanus Stiftung in Berlin-Weißensee. Wir von Hey World Charity freuen uns, dass wir in diesem Jahr ein ganz besonderes Projekt dieser Stiftung, das Margarete Steifhaus, eine Wohneinrichtung für Kinder und Jugendliche mit Behinderung, unterstützen dürfen. Ich lade Sie jetzt ein zu einem Spaziergang über das Areal der Stephanus Stiftung in Berlin-Weißensee, damit auch Sie einen kleinen Einblick in die wertvolle Arbeit bekommen, die dort geleistet wird. Wir trafen uns mit dem Marketingchef der Stephanus Stiftung, Martin Jeutner, und dem Vorstandsvorsitzenden, Pastor Thorsten Silberbach. Mit ihnen sprachen wir über die Geschichte der Stiftung und über ihre Tätigkeit. Die Stephanus Stiftung wurde im Jahre 1878 von Pfarrer Ernst Behrendt gegründet. Ernst Behrendt war Gefängnisseelsorger in Berlin-Moabit und konnte es einfach nicht ertragen, dass die Frauen, die da im Gefängnis saßen, nachdem sie entlassen wurden, keine Perspektive hatten und irgendwann wieder straffällig wurden. Deswegen hat er angefangen, 1878 Geld zu sammeln, damit diese jungen Frauen eine Ausbildung bekommen. Auf dem Gelände hier in Weißensee gab es die erste Ausbildung für, wie man damals sagte, gefallene Mädchen, mit dem Ziel, sie als Haushaltshilfen in dem wachsenden Berlin unterzubringen. Pastor Silberbach berichtet stolz, dass sich die Stiftung in Berlin und Brandenburg an über 140 Standorten um alte und junge Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung in besonderen Lebenssituationen kümmert. Ich freue mich sehr über das Engagement meines Schauspielkollegen Hardy Krüger Junior, den wir als Botschafter für Humanität der Hey World Charity gewinnen konnten. Hallo, mein Name ist Hardy Krüger Junior und ich bin Botschafter für Humanität bei Hey World Charity. Ich möchte euch heute das Margarete Steifhaus vorstellen. Das ist eine Wohneinrichtung für Kinder mit Behinderungen. Viele Leute haben ein Vorurteil solchen Heimen gegenüber, aber diesen Kindern geht es wirklich gut. Sie werden liebevoll betreut. Und dass so ein Vorurteil völlig unbegründet ist, das zeige ich euch jetzt. Kommt einfach mal mit. Was mir sehr gut gefällt, ist diese familiäre Atmosphäre. Sie leben hier zusammen, gemeinsam. Sie essen zusammen. Jeder hat so sein Zimmer, seine Privatsphäre. Aber das Ganze ist sehr familiär. Es ist wie eine große Familie. Und wer will keine Familie haben? Für Hardy ist es wichtig, diesen Kindern eine Stimme zu geben und damit auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Als UNICEF-Botschafter habe ich schon viel gesehen, auf der internationalen Ebene. Aber es ist ganz wichtig, dass wir auch vor Ort uns einsetzen. Wir, die in der Öffentlichkeit stehen. Denn uns hört man zu. Und das ist vielleicht der Vorteil, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Und ich möchte diesen Menschen eine Stimme geben. Ich möchte ihnen sagen, geht auf diese Menschen zu. Sie sind wunderbar. Sie sind Menschen wie du und ich. Und es unterscheidet uns eigentlich nicht viel. Und sie brauchen auch Liebe, Zuneigung und sie brauchen einfach unsere Aufmerksamkeit. Man braucht auch überhaupt keine Berührungsängste zu haben. Und es kommt so viel zurück. Das ist einfach wunderbar. Was mich auch sehr beeindruckt hat, ist diese liebevolle Art, mit denen diese Menschen hier sich um diese Kinder sorgen. Und natürlich wollen wir jetzt auch an dieser Stelle die Leiterin dieser Einrichtung, Frau Michaela Sommer, zu Wort kommen lassen. Ja, wir betreuen hier Margarete Steifhaus Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung. Auch junge Erwachsene wohnen hier bei uns. Die Kinder kommen meistens zu uns aus verschiedenen Gründen, weil manchmal die familiäre Situation so ist, dass sie zu Hause nicht mehr gut betreut und gefördert werden können. Manche Kinder kommen auch aus schwierigen sozialen Verhältnissen. Ja, unser Ansatz ist es hier, Margarete Steifhaus, den Kindern ein zweites Zuhause zu geben, neben den Familien, neben den Eltern, den Elternhäusern. Sollen sie hier bei uns auch erfahren, in einer freundlichen, warmherzigen Umgebung aufzuwachsen. Ein großes Anliegen der Hey World Charity besteht darin, Hilfe zu leisten, wo es unserer Meinung nach am nötigsten ist. Einmal im Jahr machen wir immer einen ganz großen Ausflug. Da ist das ganze Haus, also Kinder, Jugendliche und Erwachsene fahren zusammen, denn mit einem ganz großen Bus, den wir dafür extra mieten, machen eine große Aktion und fahren auch irgendwie mal an ein weiteres Ziel. Und das ist immer was, was alle ganz, wo alle immer ganz aufgeregt sind und ganz begeistert sind. Ja, auch in Fragen der Mobilität sind
wir teilweise doch auch ein bisschen eingeschränkt, gerade Kinder, die auch noch körperliche Einschränkungen haben, die nicht so leicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können. Da ist es manchmal schwierig, auch solche Ausflüge zu organisieren. Und das können wir uns auch nicht immer leisten. Ich finde es sehr wunderbar, wie die Menschen sich um diese Kinder hier kümmern. Da sind ja sehr viele dabei, die das ehrenamtlich machen, sehr viel Zeit investieren, um diesen Kindern einfach das Gefühl von Familie zu geben. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ein Motto, was wir von Margarete Steiff mit übernommen haben, ist ihr berühmtes Wort: Für die Kinder nur das Beste. Der Name für das Margarete-Steiff-Haus entstand laut Pastor Silberbach aus dem Motiv heraus, Kindern und Jugendlichen eine Chance zu geben, ein für sie glückliches und ihren Lebensumständen entsprechend selbstbestimmtes Leben führen zu können. Ist das nicht wunderbar? Das ist der Grund, warum ich das Margarete-Steiff-Haus unterstützen möchte. Wir brauchen auch Ihre Hilfe. Seien Sie dabei. Ihr Hardy Krüger Junior.